Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Florian Eisermann und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob man TFP machen sollte und wenn ja, warum? In einem der letzten Videos habe ich dir den Begriff TFP erklärt, also wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau es dir jetzt an. Und wenn du es gesehen hast, dann weißt du ja, worum es geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte man denn als Fotograf oder Model oder Visagist TFP-Fotos machen? Also, wo man kein Geld für bekommt, ne? Als Fotograf, wenn du, normalerweise vielleicht so ein paar Kunden hast, die dir schon Geld zahlen und dann jemand zu dir kommt und fragt, ob man TFP macht, ist die Frage, solltest du das jetzt machen? Viele sagen dann, oh nee, das würde ich niemals machen, ich verdiene doch Geld mit der Fotografie. Aber ehrlich, also ich verdiene ja auch mein Geld mit der Fotografie, aber auch ich mache noch TFP-Shootings. Und ich sage dir auch, warum und wann. Wenn ich zum Beispiel neue Bilder für mein Portfolio erstellen möchte, die ich vorher noch nie gemacht habe, weil ich dann bestimmte Kunden ansprechen möchte mit genau diesen Bildern, dann muss ich natürlich erstmal Bilder erstellen, damit ich diese Kunden ansprechen kann. Und die mache ich dann zum Beispiel auf TFP-Basis, wenn mich nicht irgendwer dafür bucht, weil warum sollte mich jemand buchen für etwas, was ich noch nie gemacht habe? Und deswegen auf jeden Fall dafür TFP-Shootings machen, dann hast du schnell Bilder für dein Portfolio. Oder wenn man mal was Neues ausprobieren will, man hat vielleicht eine neue Kamera, mit der man sich noch nicht zurechtfindet, ein neues Objektiv, wo man noch nicht weiß, wie das so ist beim Fotografieren. Auch da kann man dann TFP-Shoots machen, um einfach Dinge zu testen. Es ist ja jetzt nicht so, dass dann ein Kunde Geld zahlt und der muss dann das Ergebnis bekommen, sondern ja, du sagst halt dem Modell, okay, ich will was testen, wenn was Gutes bei rauskommt, dann kriegst du die Bilder. Es kann aber auch sein, dass die vielleicht nicht ganz so geil werden, weil das für mich eine neue Kamera ist oder ein neues Objektiv etc. Also in so einem Fall sollte man dann auf jeden Fall auch einen TFP-Shoot machen. Genauso natürlich als Model, wenn du einen bestimmten Stil zeigen möchtest, bestimmte Bilder, dann frag den Fotografen, ob du TFP-Bilder mit ihm machen möchtest. Ne? Also so kann man dann TFP nutzen im beiderseitigen Interesse und für beide Seiten, dass die ja ein gutes Ergebnis davon haben, dass man das dann für sein Portfolio benutzen kann. Wenn du noch Fragen hast oder eine Meinung zum TFP-Shoot, dann hinterlass mir doch auf jeden Fall einen Kommentar. Ich freue mich darüber. Und wenn dir manchmal die Ideen fehlen zum Fotografieren, ich habe ein E-Paper für dich mit 5 Fototipps, die du direkt umsetzen kannst. Unter dem Video ist ein Link. Da bekommst du das E-Paper direkt zugeschickt, wenn du dich da einträgst. Und kannst dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren mit diesen Fotoideen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.